Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir sind gerade Ben Kenobi mit immer noch denselben Leuten wie in der letzten Folge unterwegs und gehen jetzt zur Startrampe 94 und müssen uns mit Han Solo treffen. Letzte Folge waren wir in der Cantina, war mega witzig da drin. Guckt es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Level. Die Schrottmühle. Kann es sein, dass wir fliegen? Ah, mal gucken. Ja, okay, wenn da jetzt schon solche Barrikaden stehen, ne? Sie macht von außen nicht viel her, aber sie hat echt was los, Junge. Chewie, was ist los? Ich sagte doch, du sollst alles vorbereiten. Ein kleiner Snack? Du weißt doch, wir müssen los. Ja, und da kommen schon die Sturmtruppen. So, und wir kämpfen jetzt auf der Startrampe mit Han Solo. Oh, da war eine Granate. Warte, kann ich auch Granaten werfen? Ne, ich bin Schurke. Ich kann sowas nicht. Anscheinend. Leia kann es aber. Raus aus der Deckung, komm. Zack, zack. Du übernimmst Cockpit-Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fellknäuel? Okay, wir müssen jetzt hier einiges machen. Wir können den Aufzug in Position bringen. Tatsächlich schon auf. Hier auf der Startrampe ist es. Ist das gesamte Level nur eine Startrampe? Weil guckt mal, wir können da oben auch mal hin. Okay. Luke kann das anziehen. Han kann sowas nicht anziehen. Interessant. Okay, fangen wir mal doch an mit R2D2. Der kann hier nämlich was machen. Hip, hip, hip. Und. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Zack, zack, zack. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Ich dachte, jetzt geht hier die Tür auf. Da kann man schon rein, aber. Ich dachte, das geht jetzt auf. Naja, dann nicht. Dann gehen wir woanders lang. Es macht schon Spaß, mit Han Solo zu spielen. Aber er könnte auch gerne frechere Stimme haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, guck mal, wie viele Kisten wir haben. Chewbacca können wir nicht spielen, oder? Der muss ja irgendwas reparieren. Stattdessen mache ich hier mal alles kaputt. Zack, bam. Aber auch interessant sind. Ah, nichts können wir zerstören. Okay, das war ein bisschen giftig. Dann wird wieder so eine Tür. Also hier sind überall Türen. Da kann man doch eigentlich durchgehen. Ah, vielleicht kommt es noch. Guck mal, da war doch gerade was, oder? Ja. Da kann R2 nämlich hin. So, nächster Hack mit R2. Der kommt echt oft zum Einsatz, ne? Hip, hip. Aber noch macht es nichts. Nehmen wir jetzt mal Obi. So, das ist wieder so giftig, ne? Oh mein Gott, das ist explosiv. Ups. Na dann, hier müssen wir irgendwas draufschieben, vielleicht. Naja, gerade haben wir noch nichts hier. Können wir was mit Han Solo machen? Da. Okay. Und, boah, wir nehmen gleich das ganze Gerüst mit runter. Immer die Musik dazu, das macht's einfach immer schön. Okay, wir könnten jetzt hier mit Luke uns wieder anziehen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Das war eine Barrikade, das wollte ich nicht. Hier haben wir jetzt was. Wir brauchen einen Gong-Druiden. Hi. Okay. Das hätten wir geschafft. Okay.
Interessant, interessant. Ah, hier sind jetzt überall Geschütze, ne? Okay. Hier müssen wir irgendein Fahrzeug wahrscheinlich reinbekommen. Guckt mal, hier haben wir doch was. Schieben. Schieben. Ja. Nee, das passt da. Wir müssen jetzt einfach nur hier weitermachen. Nee. Da. Okay. Und dann ziehen. Der Falke repariert sich nicht von selbst. Ach so, und jetzt kann Chewbacca erst den Falken reparieren, oder wie? Ah, kann sein. Jetzt kommt er auf jeden Fall oben hin. Und jetzt ist da oben irgendeine Leiste. Wahrscheinlich, wie weiter beim Reparieren ist. Gucken wir uns weiter um. Das ist so Deoxys-Ding, Explosions... Ne, nicht Deoxys, ist einfach ein Explosions-Ding. Was haben wir denn hier? Dann brauchen wir ein... Sorry. Ah, gucken wir, können uns jetzt mit Luke anziehen. Ich wusste, wir brauchen es doch noch irgendwie. So, das passt perfekt. Helm auch noch auf. Und die Brust. Das Ding ist, wir sind gerade nur unten. Guck mal, da oben geht es auch noch überall lang. Ich hätte nie gedacht, dass auf der Startrampe 94 ein gesamtes Level entstehen könnte. Aber it is what it is. So, links, rechts, oben, links. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier wieder ein bisschen Müll zum Zerstören. Und der erste Kyberstein, weil wir genug Coins haben. Guck mal, hier bräuchten wir jetzt wieder einen Gonk-Druiden. Ich frage mich halt, läuft da noch einer rum oder müssen wir denselben nehmen? Dann würde sich hier irgendwas am Band machen, ne? Okay, Luke, weg da. Guck mal. Gonk, Gonk, Gonk. Guck mal, das haben wir auch noch alles nicht erkundet. Hier ist aber einer. Komm mit. Und rein. Die Musik hört sich so an, als würde ein Sturmtruppel gleich kommen. Ah, jetzt ist wieder friedlich. Okay. Ah, das sieht mir vertraut aus. Nach einem Mini-Quid. Komm jetzt raus, komm. Ah, sogar direkt fertig. Na, ah, ich brauche das nicht. Also, das können wir noch zerstören. So. Okay. Na, natürlich nehme ich das mit. Okay. Weiter geht es. Was erwartet uns auf der nächsten Seite? Wir gehen einmal einfach im Kreis herum und gucken, was so kommt. Hier können wir das zerstören und da... Komm mal wieder, Luke. Wir müssen uns wieder was merken. Achtung. Oh, das war knapp. Das kann man auch komplett außerhalb machen, ne? Muss man gar nicht im Kreis machen. Okay. Warte, Luke. Nee. Passt schon. Oh! Warte, kann Luke jetzt Granaten werfen, weil er jetzt durch diesen Sturmtruppler-Ding böse ist? Oder kann er das auch so nicht? Ich wusste es nicht. Ich werde es bald rausfinden. So, wir können hier einmal greifen. Und dasselbe machen wir hier nochmal. So. Und dann haben wir schon wieder ein Minikit. Ja, sehen wir einer an, ne? Das läuft ja mega. So, dann sind wir jetzt halt hier. Hier haben wir sogar noch einen Gonk-Druiden. Vielleicht brauchen wir den noch gleich noch.
Muss mal alles kaputt machen. So, hier haben wir auch noch einen Gong-Druiden. Oh, es ist schwierig. Muss das Ding irgendwo hin, oder? Boah, es ist so schwierig, das zu fahren. Das ist... Boah. Hier brauchen wir gleich Obi. Oh Gott, Luke! Ich geh jetzt runter. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Hier ist ein Aufzug. Da muss er jetzt nicht... Nee, das wird keinen Sinn machen. Hoffentlich. Sonst wäre es jetzt peinlich. So, zerstören wir hier noch ein bisschen was. So, C3PO haben wir bisher noch nicht gebraucht. Aber der hält sich auch ein bisschen irgendwie fern von uns. So, Chewbacca repariert schön. Jeder macht seine Aufgaben im Team, das gefällt mir. Gut, die meisten laufen einfach mit, gucken, wie ich Sachen kaputt mache, wie ein Psychopath. Naja, gehört dazu. Okay, guckt mal. Ja, hier bräuchten wir so einen Werfer. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt. Mach mal ein Geschütz. Ich dachte, wir könnten jetzt die Tür kaputt machen. Hier? Wie weit kann ich mich drehen? Keine Sturmtruppen, okay. Doch. Von wo kommen denn da jetzt Schüsse? Das... Okay. Und machen wir jetzt eine Stromfalle. Ach so, weil da gleich Sturmtruppen rauskommen werden. Ah, okay, ich check schon, okay. Ich hab's verstanden. Da kommen nämlich bald welche raus. Ja, jetzt macht's Sinn. Okay, hier waren wir schon. Hier können wir gleich die Macht benutzen. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Hier ist ein Aufzug. Na, da können wir noch nicht hoch. Hier war nix. Hier ist nix. Und hier haben wir gerade die Stromfalle gemacht. Okay, dann sind wir echt einmal komplett durch. Oder haben wir noch was in der Mitte gelassen, was wichtig ist? C3PO haben wir da gelassen. Gut, der ist ja nicht wichtig. Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit der Macht. Wo kann ich die Macht jetzt machen? Hier, ne? Ui. Okay, und hier können wir drücken. Und... Dass der Falke, so gesehen, wir müssen den Falken gerade nur reparieren. Und das ist eine gesamte Mission. Witzig. Okay, Chewbacca hat jetzt endlich was bekommen. Das ist fürs Geschütz nämlich. Und das kann er da jetzt aufbauen. Oder wir müssen das aufbauen. Ne, er macht selber. Cool. Der Falke ist ja auch an sich das besonderste... Na, guck mal, die sterben direkt. Der Falke ist ja an sich das wichtigste Schiff oder ikonischste Schiff in Star Wars. Von dem her finde ich cool, dass man da eine gesamte Mission macht. Wo man nur den Falken aufbaut und dann Sturmtruppen dann natürlich kommen. So. Ja, ich weiß. Ja. Okay, los geht's. Ein bisschen mit Kämpfen natürlich zur Abwechslung. Warte, ich brauche schnell das Geschütz auf. Schnell. Okay, los Geschütz, mach deinen Job. Ah, ich muss es machen. Ich treffe nicht. War das Luke? Ja,
Wenn er sich so doof verkleidet, ne? Stromfalle. Die machen das ja kaputt. Okay, Chewbacca ist aber gleich fertig. Da kommen noch ein paar. Achtung. Ah, die kommen gerade nur aus dem Eingang, oder? Irgendwie schon. Wenn jetzt noch welche kommen, werfe ich mein Lichtschwert. Ah, wir haben's. Okay. Die Stromfalle bauen wir nochmal auf. Da werden bestimmt nochmal welche kommen. So. Okay. Dann machen wir mal hier weiter. Und mache ein Loch rein. Ah ja, das brauchen wir auch für den Falken. Können wir das bauen? Ja. Aufgepasst mit dem Cockpit. Verlier mir die Würfel nicht. Okay. Wir hören schon wieder die Musik. Ja, da kommen mehrere. Der hat Doppelblaster. Das ist Captain Rex. Ey, wie krass die sind. Wollen die mir gerade sagen, ich muss die Alarmanlage ausmachen? Ja, ich muss treffen. Das kann nicht sein. Guck mal, ich treffe. Oder das kann man nicht. Nee, das geht nicht. Zack, bam. Oha, er schlägt mit. Nee, nicht mit Han Solo. Oh, jetzt kommt der Aufzug runter. Boah, was ein Hit von Chewbacca gerade. Habt ihr das gesehen? Oh, noch eine Grenade. Ja, die Sturmtruppen wären auch gefährlicher, wenn die so Granaten werfen, ne? Und jetzt haben wir einen Aufzug endlich. Sonst war hier nichts mehr. Also, okay, da oben müssen wir eh hin. So, jetzt haben wir aber hier alle. Barrikade müssen wir ja nicht aufbauen. Elektrofalle ist noch da. Das ist auch eine Barrikade. Dann benutzen wir doch mal den Aufzug. So, und platzieren das dahin. Okay. Yep. Okay, R2 kommt mit. Dann wird R2 wahrscheinlich wichtig sein. Ja, da haben wir doch schon ein Terminal für ihn. Noch versperrt. Sind wir denn hier? Guck mal, hier soll irgendwo ein Minikit noch sein. Man findet echt viele Minikits, ne? Eins sehen wir ja auch noch, das vierte dann. Und dann fehlt nur noch eins und das könnte irgendwo oben sein. Cool. Okay, wir sind ja an sich gerade oben. So, hier können wir hochgehen, machen wir gleich. Da kommen gleich noch Gegner raus, sonst wären hier keine Tore. So, ansonsten ist ja aber alles gleich. Gut, dann gehen wir da hoch. Hip, 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 hip. So. Oh, das war sogar richtig. Und jetzt, hier ist irgendwas da. Ja? Ah. Eine gesamte Mission, wo nur den Falken aufhören. Das ist irgendwie interessant. Chewbacca. Die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. So, Chewbacca macht und wir kriegen oben jetzt Besuch. Jetzt haben wir keinen Shooter. Wir müssen Chewie Feuerschutz geben. Ja, dann müssen wir es so machen. Ich gehe jetzt einfach schnell runter. Ah! Boah, wir könnten an sich alle bekommen. Das eine ist sogar da. Aber wie cool, dass man durch so ein Tor gehen muss. Und ich bin genau das richtige Tor gegangen, ne? Weil an sich die anderen Tore, die haben das ja nicht. Wo ist er jetzt? Ah, die zielen alle auf Chewie, das ist gefährlich. Hey! Oh, der ist unten, das ist nicht gut. Oh, nicht runter.
Kann es sein, dass wir mit R2 das einfach abschalten müssen, damit die Tore wieder zugehen? Nicht, dass da jetzt immer wieder unendlich welche rauskommen. Da steht noch einer. Er rennt weg. Boah, wie er mich einfach wegstößt, ne? Als wäre ich nix. Als wäre ich Dreck. Jetzt läuft er. Nein. Wir gehen jetzt mal zu diesem Generator und gucken mal, was es bringt. Vielleicht können wir ja so den Alarm ausstellen, aber wahrscheinlich müssen wir einfach nur Chewie beschützen. Machen wir aber gerade irgendwie nicht. Egal, der schafft es. Der schafft es. Schnell. Oh, wie viel ist denn das? Oh, er geht. Und da unten ist das Missionsende. Aber wir machen das jetzt noch. Ach du Kacke, das ist ja mega kompliziert. Okay, ich gehe ans ganz Äußere. Ich muss das Mittlere auch noch machen. Da war's. Ich glaube, das ist sogar notwendig. Ja, wir machen es echt alle Tore zu. Wichtig. Okay. Schade um das letzte Minikit, an das wir jetzt nicht rankommen. Aber unten haben wir nochmal ein bisschen Action. Boah, der hat eine Minigun oder sowas. Obi-Wan ist auch da. Der hat einen Flammenwerfer. Boah. Die haben schon gefährliche Sachen. Hep. So, dem schießt man nochmal einen Helm runter. Hinten kommen wieder welche. Okay, Chewie tut noch einmal was reparieren, danach haben wir es. Also jetzt noch einmal ein bisschen schießen. War auch eine coole Mission. Obwohl die so einfach nur Falke reparieren ist und gegen Sturmtruppen verteidigen, aber irgendwie ist die cool gewesen. Wo waren jetzt? Ja, okay. Das eine Minikit können wir nicht erreichen. Leider. Kommen jetzt eigentlich immer wieder welche? Glaub nicht. Das ist ein Schrottsammler, ne? Aber wer kann das? Mit diesem Netzwerfer? Ich sehe den Netzwerker halt nicht. Das müsste doch eigentlich hier sein. Klettertempo wird erhöht. Wo kriegt man denn diese speziellen Sachen? Das ist ja eigentlich bei Verbesserungen, ne? Aber das ist ja auch nicht bei allgemein. Das ist bei... Schrottsammler eigentlich. Da. Das ist es. Ah, da komme ich nicht hin. Weil ich hier so ein Netzding brauche oder... Lupe kann es auch nicht hin. Ich glaube, keiner kann hin. Leider. Schade, es ist das letzte Minikit in der Mission und ich komme nicht ran. Ganz knapp nicht. Das ist aber sauknapp. Kann ich nicht irgendwas da drauf stellen? Geschütz? Ja, das ist zu weit weg. Schade, ne? Das ist echt schade. Es ist so, nur ein Mini-Bisschen was fehlt. Dann hätten wir alle Minikits in dieser Mission geholt. Und ich suche gerade noch was. Das bringt nichts, oder? Au. Es ist so schwer, dieses Ding zu lenken. Ist es hier drin? Nee.
Dann ist es... Okay, beim Geschütz war es drin. Ah, der geht so zur Seite. Aber wartet. Boah! Oh mein Gott, alle Minikits. Das ist nicht so gedacht. Ich trickse das Spiel immer wieder aus, weil ich einfach ein genialer Motherfucker bin. Jetzt beenden wir das Level. Ja! Tja. Hätten wir es mal früher gewusst, ne? Nein. Was ein Shot. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Ja, das ist Alderaan, ja. Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Oh. Er versteckt sich als Teppich. Nein, oder? Nein. Nein. Soll das jetzt ernst gemeint sein, dass ein Teppich war? Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Weg. Ey, das ist der Wahnsinn. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr. Nein. Etwas nicht. Ja, ja. Nein. Ja, ja. Das, nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Wir sind jetzt im Todesstern und haben die Mission abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Steinchen haben wir. Wie kann das eigentlich sein? Wir haben alles zerstört, was geht. Okay, nahezu alles. Okay, Herausforderung eine. Und Minikits, Leute. Nicht eins, nicht zwei, drei, nein, vier, nein, fünf Minikits. Und damit haben wir den Mikro-Millennium-Falken. Richtig erfolgreiche Mission, nochmal wieder eine richtig lange Mission. Wir haben Han Solo freigeschalten und ein paar Sturmtruppler und den Millennium-Falken. Und damit war es das mit der heutigen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir sind im Todesstern, uns erwartet also einiges, einige coole Sachen. Und... lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.